Ja, Hallöchen. Ich halte heute eine kurze Viertelstunde, hoffentlich nur, und auch ein wenig chaotisch. Ich bin letztens über einen Tut, also auf Mastodon, auf irgendwie nochmal an papierloses Büro erinnert worden und dann fand sich in den Antworten dazu sowas wie Paperless NGX. Das ist so ein Tool. So ein Document, Open Source Document Management System, wie es so hübsch heißt, so ein DMS, in irgendwie leicht, falls man das irgendwie von Firma oder sowas kennt, es fühlt sich das durchaus manchmal schwer an. Das ist halt so für den Heimgebrauch gedacht, ohne groß Rechtefu, sondern halt eher im Ein- bis Zwei-Benutzer-Modus. Wofür ist das da? Die Idee dahinter ist, man kriegt halt doch noch irgendwie durchaus viele Dinge als postalisch oder hat halt auch Dinge digital, die man irgendwie wegsortieren möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und dann überlegt man sich irgendwo, ich habe da eine hübsche Ordnerstruktur, ich habe da entweder in physisch oder digital und wie lege ich das ab? Und ist ja irgendwie ehrlich, eigentlich brauche ich ja vieles in Papier gar nicht. Irgendwie so einen Arbeitsvertrag möchte ich vielleicht noch in Papier haben, aber so manches will ich halt auch dann einfach wegwerfen, wenn ich es einmal digitalisiert habe und dann ist das als Erinnerung ganz nett und das war's. Also ist die Idee vom Workflow so her, entweder habe ich einen Scanner oder auch einfach eine Handy-App als Scanner. Scanne das ein, werfe das diesem Tool vor. Und das macht einfach OCR da drauf. Und da kann ich jetzt einfach gleich mal in meiner Instanz reinspringen, die ich jetzt gerade einfach mal so aufgesetzt habe, weil ich habe meistens so einen Eingangsstapel, so einen hübschen Büroschieber, wo irgendwie sich aufstapelt und dann wird einmal im Jahr in die Ordner wegsortiert. Das hat sich dann angesammelt und dann vermeidet man das immer wieder so. Und jetzt ist hoffentlich die Idee so, ja, wenn ich dann halt dieses Papier auch dann schnell weg habe und zwischendurch mal so digital wegsortieren, fällt hoffentlich leichter. Mal gucken, was bei rumkommt. Ja, wie sieht das aus? Ich glaube, das ist jetzt erstmal am interessantesten. So sieht das aus. Das ist irgendwie so halt einfache Übersicht, ist eine Django-App mit irgendwie hübscher Site dazu. Und da habe ich jetzt halt Dinge reingeworfen. Man macht sich üblicherweise so ein Inbox-Tag. Das ist dazu da, dass man halt alles, was man reinwirft, halt so ein Inbox-Tag kriegt, dass man das noch manuell nachbearbeiten kann. Man kann aber alle Klassifizierungstypen, die man jetzt hier noch zusätzlich hat, da klicke ich gleich mal drauf, auch irgendwie automatisieren, dass er automatisch Text dran hängt. Entweder halt irgendwie halt auf jeden Fall einmal so ein Inbox-Tag, als auch dann irgendwelche anderen Tags. Das ist irgendwie auch das, was das Ganze spannend macht. Das heißt, an einem Dokument kann man physisch in einen Ordner halt nur einmal einsortieren. Und dann muss man sich daran erinnern, unter welche Kategorie habe ich das Zeug jetzt einsortiert? Ist das jetzt irgendwie sowas, war das Steuer? Dann ist das vielleicht einfach, aber es gibt ja halt auch irgendwie Dinge, die ein bisschen ambivalenter sind. Auf jeden Fall kann man sich da beliebig viele machen. Das muss man auch nicht vorweg machen, sondern das macht man am besten. Ich hatte mir anfangs gedacht, auch machst du mal vorweg. Ja, das war keine schlaue Idee. Dann habe ich es erstmal wieder großzügig weggeräumt und lege mittlerweile einfach nur Text an, wenn ich merke, oh, da fehlt mir noch eins. Das heißt, ich habe hier einen Haufen Text angelegt, nach und nach, die irgendwie so passen. Empfehlungen sind halt irgendwie einfache Kategorien oder auch wenn man es jetzt irgendwie so bezüglich Finanzen und so weiter, dass man vielleicht Kontoauszüge oder sowas auch einem konkreten Konto zuordnet. Und dann hat man halt verschiedene Klassifizierungsoptionen hier. Einerseits so ein Inbox-Tag, das geht halt an jedes Dokument, was reinkommt, rein. Und ich kann halt beliebig. Ah, Handys. Oh, ich habe eine Vermutung. Ich hoffe, Sie können Pizza liefern durch. Anderes Thema. Wir kommen runter. Ach so, wir warten. Ach so, sorry. Ja. Okay, auf jeden Fall, es gibt verschiedene Sachen, wie man das machen kann. Es gibt so ein Machine Learning, so ein AI-Zeugs irgendwie, ich habe es mir noch nicht angeguckt, was da drauf gemacht wird. Es wird dann halt irgendwie heuristisch, nachdem die Inhalte des Dokuments ausgelesen werden, keine Ahnung was. Es funktioniert halbwegs okay, von daher, ich werde es einfach mal probieren. Aber wer möchte, kann auch expliziter und klassischer sein. Irgendwie, ich kann mir hier oben irgendwie im Tag oder dedizierten, beziehungsweise in dedizierten Feldern
Wörter, Text reinballern, die, nach denen das halt gematcht wird, Case-Incentives und bla bla bla, blub, was man sich halt so an Matching-Algorithmen überlegen kann. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, was ich festgestellt habe mit diesem Auto, das funktioniert halt erst gut, wenn man Masse hat, aber es ist halt irgendwie so eigentlich ja immer bei Machine Learning. Richtig, und dann hat halt ein Dokument, und das finde ich halt, repräsentiert die wirkliche Welt. Ich habe jetzt hier einfach mal beispielsweise, ich bin privat mit Serverzeugs bei NetCap, habe da gerade einfach mal Zeugs reingeworfen, dass ich da gleich was wegsortieren kann und auch ein Dokument aufmachen kann, was jetzt irgendwie nicht so Gesundheitsdaten zum Beispiel enthält. Und was halt Software relativ gut tatsächlich macht, ist, sich irgendwie ein Datum daraus zu popeln, von wann das Dokument ist. Das funktioniert relativ gut. Manchmal kriegt man noch so andere Vorschläge und es geht mal auch schief. Aber effektiv funktioniert das relativ gut. Und dann ist die Idee für Sachen, die man als Papierform noch da haben möchte, dass man halt nicht irgendwie sich überlegt, wie sortiere ich das jetzt in einen Ordner ein, sondern ich vergebe eine Seriennummer. Das ist jetzt ein Dokument, was ich digital erhalten habe, aber effektiv, wenn ich das als Papierform aus welchen Gründen auch immer aufbewahren möchte, ist die Idee, ich habe jetzt einfach einen Ordner, schreibe mir auf das Dokument meine nächste Seriennummer drauf, scanne das ein, hefte es einfach in der Reihenfolge im Ordner ab und wenn ich es dann irgendwann wieder suchen möchte, gucke ich halt in die Software rein, ah, das hat die 10, muss ich in den Ordner reingucken, ist der eine Ordner voll, fange ich einfach den nächsten Ordner an. Das ist die Idee dahinter. Und richtig, und dann habe ich halt, wie gesagt, so verschiedene Klassifizierungsoptionen, einerseits die Tags, die relativ frei sind, da würde ich jetzt zum Beispiel jetzt noch meinen Namen dranhängen, ich habe auch Dokumente, wo meine Frau dran steht, Typ Rechnung ist so quasi wahrscheinlich das, was jetzt am häufigsten erstmal vorkommen wird, was ich da reinwerfe, bin aber auch schon an bestimmten Stellen irgendwie spezifischer geworden, was ich jetzt auch reingeworfen habe, wo ich mir noch nicht sicher bin, sind meine Gehaltsabrechnungen, will ich die überhaupt in Papierform noch vorhalten? Leider kriege ich sie bislang nur in Papierform und noch nicht digital. Richtig, und wie gesagt, Text und so weiter, was ich jetzt machen möchte, lässt sich relativ einfach dran. Also die zwei, die hier dran sollen, sind schon dran. Ich lösche das Inbox-Tag weg und dann ist es für mich quasi einsortiert. Und so würde ich jetzt quasi über die Dokumente drüber gehen, aber da ich jetzt explizit extra nur Rechnungen von NetCap reingeschmissen habe, bin ich natürlich faul. Man sieht auch, irgendwie einzelne Dokumente hat da jetzt auch schon irgendwie ein anderes Tag dran gehängt. Das ist, wie gesagt, funktioniert semi-gut. Und ich kann halt jetzt auch irgendwie so Maßbearbeitung machen, so sagen, hier häng doch, ach nee, ich möchte... Falsch, ich möchte alle auswählen und dann kann ich bearbeiten und sagen, hier, Christian, Server, aber kein Inbox, danke. Wir können, oder eigentlich wollte ich erstmal gucken, NetCap ist anderen nicht überall dran, das ist doof. Ich möchte NetCap überall dran als Korrespondent, ich möchte überall eine Rechnung dran, das sieht gut aus, diesen Storage-Pass nutze ich bislang noch nicht. Erzähle ich gleich nochmal was zu und ich möchte das jetzt so. Und dann habe ich halt diese Dokumente wegsortiert und wenn ich jetzt meine Inbox neu lade, diese UI ist manchmal noch so ein bisschen, manchmal möchte sie nicht einfach nur reaktiv sein, sondern man möchte sie hart neu laden. Ich habe noch nicht rausgefunden, ich habe auch noch nicht in den Bugs gesucht, es stört mich bislang zu wenig, dass ich mich drum gekümmert hätte. Auf jeden Fall, das ist so erstmal das Gröbste. Gibt es schon mal bereits Ihre Fragen dazu? Mich würde das Backend interessieren, also werden die Bilder dann physisch auf der Platte gespeichert? Richtig. Also, wie es im Hintergrund abgespeichert wird, ist irgendwie einfach so ein Media Directory, das ist intern. Man kann die Dinge auch relativ gut exportieren, das könnte ich einmal kurz zeigen. Gehen wir mal dort, paperless. Ich habe das jetzt tatsächlich in diesem minimalsten Docker-Compose-Setup aufgesetzt und jetzt geht meine Stimme gerade flöten. Und ja, so gucken wir mal. Und ich kann mir das jetzt halbwegs elegant exportieren, nicht verwehren lassen durch dieses Punkt-Punkt-Export, das bezieht sich auf innerhalb von Docker. Und dann kommt das jetzt halt in diesem Exportformat einfach so raus.
Wie es intern abgelegt ist, können wir uns auch angucken. Da müssen wir sudo root zu werden, damit wir uns dieses Docker-Volume angucken können. Und war lib docker volumes paperless media. Und da gibt es irgendwie so Documents drunter, Archive. Also man kann konfigurieren, er speichert auf jeden Fall immer das Original und wenn man möchte, macht er aus jedem Dokument halt so ein PDF-Archive-Dokument. Gibt halt, ist quasi PDF in ein bisschen reduzierter Form, dass man das auch irgendwie noch in 20, 30 Jahren definitiv lesen kann. Das habe ich gesagt, solange du schon ein digitales Dokument mit Text hast, dann mach dir mir kein Archive zu. Ich brauche nicht irgendwie fast das Gleiche nochmal. Und wenn wir da jetzt reingucken, da wird das einfach nach Index abgelegt. Das heißt, tatsächlich einfach durchnummeriert. Spannend. Also anscheinend ist das System nicht für mehr als 1 Million Dokumente ausgelegt. Aber ich glaube, das wird man privat wahrscheinlich seltenst erreichen. 10 Millionen? Habe ich mich gerade in der Stellung verzählt? Nein. Sieben Stellen. Ah ja, okay, 10 Millionen. Du hast recht. Aua. Danke. 999. Na, ja. Weißt du, ob ich das Ding auch custom backends kann? Also kann man das auch auf so einem S3-Bucket oder sowas zeigen? Ich glaube nicht. Das ist tatsächlich für so, auch im Zweifelsfall, du klatscht dir das auf den Raspberry, dann dauert das so ein einzelnes Dokument prozessieren halt dementsprechend länger, wenn das noch OCR und so Zeug machen soll. Aber das tut tatsächlich so, weil im eigentlichen Sinne ist das jetzt nicht so, ich schmeiße Dokumente hin und will die gleich weiterverarbeiten, sondern so im alltäglichen Betrieb ist die Idee dahinter, du legst das in deinen Scanner rein, ist das jetzt wichtig, schmeiß ich es weg und dann fliegt das da rein und dann bearbeitest du das irgendwie ein paar Stunden später so ungefähr. Kann man irgendwie sowas wie automatischen Inbox-Ordner machen? Alles, was da drin landet, wird automatisch importiert? Ja, das ist... das hätte ich jetzt gleich nämlich noch als Demo gemacht. Da habe ich noch eine Runde Dokumente vorbereitet, die ich auch noch nicht reingelesen habe. Es gibt per Default, also wie kriegt man Dinge rein? Man kann hier einfach so Web-Zeugs einfach reindroppen. Man kann so ein Verzeichnis entweder mit iNotify überwachen lassen. Wenn ich da Dinge reinschiebe, kriegt das Ding halt über iNotify mit. Wenn das halt nicht funktioniert, kann man das irgendwie alle 10 Sekunden watchen lassen und sagen so, wenn sich 3 Sekunden diese Datei nicht verändert hat, dann friss sie jetzt. Irgendwie so Scanner schreibt da kontinuierlich rein, dann willst du sie halt noch nicht direkt verarbeiten. Du kannst dir IMAP-Postfächer konfigurieren mit Regeln. Das kann ich gleich auch einmal noch zeigen. Da habe ich mir bislang 2, 3 Regeln, ein dediziertes Postfach hingemacht. Da muss ich mal gucken, was dann noch so der beste Workflow ist. Aber da kam jetzt noch nicht so gerade so viel rein, dass man das gut testen konnte. Ich weiß gerade nicht. Und dann gibt es halt auch noch die Web-API, kann man auch einfach sich irgendwie, es gibt glaube ich für iOS so ein Shortcut oder sowas nennt sich das, wo man einfach das Dokument als Post gegenwirft und dann frisst er das, also man kriegt da relativ easy das Zeug rein. Bislang habe ich alles in dieses Consume-Verzeichnis reingeworfen. Ich glaube 3, 4 Dokumente kamen jetzt über den Mail-Händler rein, mehr noch nicht. Also das funktioniert tatsächlich gut, wenn ich da jetzt, irgendwo hatte ich da eben so ein temporäres Verzeichnis. Mache ich, also das, mein Scan-Vorgang muss ich auch noch ein bisschen optimieren. Da habe ich jetzt irgendwie noch Dinge reingeworfen von der Telekom. Wir sind mangels Möglichkeiten auf so einen Telekom-Hybrid-Anschluss angewiesen. Und dann ist die Telekom da doch das Beste. Und da habe ich jetzt halt noch abseits von Rechnungen Dinge gefunden, die schiebe ich da jetzt einfach rein. Und dann sind vermutlich auch gleich die ersten Dinge schon wieder weg. Man sieht es auch hier hübsch. Das aktualisiert mit, wie Xenpizza. Hängt da auch Text dran. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt immer konsistent, aber das meiste davon stimmt schon. Und wenn ich dann jetzt, wie gesagt, vom Bearbeitungsworkflow, ich klicke da was rein. Das war jetzt irgendwie so, da haben wir unseren Router gewechselt. Wir haben halt, weil das ein Hybridanschluss, ein Mietrouter. Hat er hoffentlich Datum kontrollieren, Telekom, das ist keine Rechnung, klicken wir Rechnung weg, ist Caro, Christian und da habe ich noch ein drittes Tag, Festnetz, speichern.
Und das Gleiche jetzt tatsächlich einfach so analog durch. Den Titel bearbeite ich meistens gar nicht, weil hat eine Volltextsuche und dann reicht mir das bislang. Mal gucken, ob das in Zukunft auch noch so. Ah, Umlaute sind immer noch Spaß, ihre Auftragsbestätigung. Was haben die zur Hölle da reingeschrieben? Ich gucke es mir nicht regelmäßig an, aber ja, so ist es. Kriegen wir das hier? Da hat er den Korrespondenten nicht. Telekom. Waldgrubenweg, Festnetz, safe, ja, und das ist, warum Rechnung, also okay, dieses Machine Learning funktioniert, wie gesagt, halbwegs okay, das lag noch nicht störend genug, dass ich mich damit irgendwie befasst hätte, was man da optimieren könnte oder ob ich das irgendwie expliziter machen will, aber schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt, ja. Richtig. Datenbank ist da einfach alles, was man so Django als Backend dabei legen kann. Entweder SQLite als einfach nur oder eine Postgres. MariaDB oder MySQL sagen sie halt eher vorsichtig walten lassen, weil halt per Default Case-Insensitive Collation oder das Zeug dann noch heißt. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Also von daher die Metadaten dann in so einer SQLite. Und das ist jetzt das durchaus Interessante an diesem Exportverzeichnis. Das heißt, man kriegt hier einerseits die Originaldatei, das Archiv und dann auch noch das Thumbnail raus. Und dann ist das auch so, wenn man jetzt irgendwie migrieren möchte, dann tatsächlich das Mittel der Wahl. Ich habe da halt irgendwie so eine Manifest-JSON und habe da halt Zeugs drin, was da drin steht, die Tags und dann die eigentlichen Dokumente irgendwann mit JSON und das kannst du dann halt ja auch wieder mit eigenen Tools, könntest du, wenn das Produkt mal irgendwie stirbt, aus welchen Gründen auch immer, halt ja, mit eigenen Tools irgendwie weiterverwenden oder in ein anderes Ding importieren. Ja. Ja. Ich glaube, mehr hätte ich dazu nicht zu erzählen. Vielleicht noch etwas zur History, wie man vielleicht unschwer annehmen könnte, ist Paperless NGX ist irgendwie so schon Forks. Das Original Paperless wird irgendwann nicht mehr gepflegt, da wurde der ursprüngliche Maintainer halt so überrannt, dass das halt nicht mehr sein Hobbyprojekt war. Dann kam Paperless NG, ähnliche Geschichte, auch irgendwie Menschen erst hochmotiviert dran. Und jetzt haben sie es in eine halbwegs ordentliche GitHub-Org anscheinend reingestopft und mal gucken, wie gut es gepflegt wird. Es gibt auch noch Alternativen. Die habe ich mittlerweile ein paar Links zu. Ich müsste jetzt überlegen, ich habe es irgendwo hingeschrieben. Gibt es Alternativen, die sahen mir jetzt nicht so aktiv maintained aus wie das jetzt. Von daher habe ich jetzt damit einfach angefangen und im Zweifelsfall muss ich mich halt irgendwann mit einem Produktwechsel kümmern, falls mich das nicht mehr zufriedenstellt.